Ja, Arcade Fire, Unconditional aus diesem Album, dem neuen Album von Arcade Fire. Und wenn jetzt jemand denkt, nanu, dieses Foto, das erinnert mich doch an was, dieses Cover, das Bild, habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, gar nicht vor so allzu langer Zeit. Das ist richtig. Das erste Bild, das gemacht wurde vom Schwarzen Loch in unserem Universum. Falls ihr das nicht gesehen haben solltet, schaut mal, googelt mal danach. Das ist vor wenigen Tagen im Grunde erst herausgekommen, veröffentlicht worden. Das war, hatte genau ungefähr auch diese Form, dieses Kreisrunde. Das spielt natürlich eine Rolle. Sagittarius A, glaube ich, wird dieses Loch auch genannt. Und das wiederum ist auch ein, na, es ist kein Titel auf diesem Album, aber es wird auf diesem Album angesungen. Also das spielt natürlich, hängt natürlich alles miteinander zusammen. Aber erstmal der Reihe nach, Arcade Fire muss man wahrscheinlich so als solches, als Band nicht mehr vorstellen. Sie haben sich gegründet, glaube ich, 2002 und haben dann mit ihrem Debütalbum Funeral bereits eigentlich eine riesige Karriere danach hingelegt. Der Nachfolger war die Neon Bible und dann kam schon das Meisterwerk The Suburbs, das wahrscheinlich für viele Leute das definierende Arcade Fire Album ist. Dann haben sie sich in etwas andere Richtungen bewegt, haben Reflektor rausgebracht, ein Album, auf dem sie sehr viel mehr mit Elektronik, Synthesizer, Disco gearbeitet haben, aber auch sehr cool. David Bowie war da noch als Gast beim Titelsong zu hören und richtig übertrieben oder richtig dann auf die, ja, sprichwörtliche Kacke gehauen haben sie dann mit dem letzten Album vor diesem, das rauskam, Everything Now. Und das war das Album, wo zumindest, glaube ich, sich einige Leute auch gesagt haben, nee, das ist nicht mehr mein Indie, das ist nicht mehr das, was ich mir von Arcade Fire erhoffe. Da haben sie auf einem Stück, dem Titelstück, ja sogar ein bisschen fast wie ABBA geklungen. Ich muss vorweg gleich sagen, ich fand alle Alben gut. Ich mochte also auch die beiden Vorgänger. Ich finde Reflektor grandios und auch das Vorgängeralbum Everything Now von, also das Vorgänger hierzu, hat mir noch relativ gut gefallen. Auch da fand ich, waren spannende Sachen drauf. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir dieses Album, es heißt We, und dieses Album, es will definitiv wieder ein klassisches Arcade Fire Album sein. Das hat man, glaube ich, schon vom ersten Ton, von der ersten Single angemerkt, dass es hier auch der Band wahrscheinlich sehr darum ging, wieder etwas mehr zu ihren Kernkompetenzen zurückzukehren. Ihre Kernkompetenz unter anderem die Emphase, die großen Gefühle, und natürlich eben auch vielleicht mehr wieder der Band-Sound. Und ich will es jetzt nicht zu weit gehen, aber man könnte Arcade Fire als mindestens eine der Bands bezeichnen, die dafür gesorgt haben, dass in Indie Alternative Hits in den letzten 20 Jahren gerne mal ein ganzer Chor von Menschen, hey, gebrüllt hat oder ähnliches. Das ist eigentlich auch ein typischer Arcade Fire Move, die Chorik, das große Element, die auch natürlich nach einem Live-Konzert geradezu schreit, was jetzt ja auch Gott sei Dank wieder möglich ist. Und weil wir ja heute die Sendung der Verschraubungen und Verbindungen haben, wir haben das vorhin bei Kendrick Lamar schon so schön vorgestellt, gibt es auch bei diesem Album eine Verbindung, nicht direkt zu Erdmöbel, aber immerhin zu The Smile, denn auch dieses Album wurde produziert von Nigel Godrich, dem Radiohead-Produzenten, was für ihn und die Band Arcade Fire ein Novum ist. Das heißt also, diese Zusammenarbeit gibt es so zum ersten Mal. Arcade Fire haben ja immer darauf verwiesen, wenn sie sich weiterentwickelt haben und neue Klänge gemacht, ausprobiert haben, dass eigentlich in ihren ersten Werken, in ihren ersten Alben schon alles angelegt war, dass man da schon hören konnte, was sie alles machen wollen, dass sie also definitiv keine reine Indie-Schrammelband sind oder dass sie keine reine, ja, was auch immer. Also sie haben sehr, sehr viele verschiedene Vorlieben immer schon gehabt. Es ist eine sehr große Band. Es gibt zwar einen Nukleus, aber mit erweiterten Mitgliedern sind es, glaube ich, 7, 8, 9 Leute mindestens. Tolle Musiker sind dabei. Da wurde auch viel mit Instrumenten ausprobiert. Elektronik, die jetzt auf den letzten Alben eine größere Rolle gespielt zu haben schien, war auch immer schon ein Bestandteil, auch auf dem Album
The Suburbs gibt es ja ein Lied, das relativ elektronisch ist. Also sprich, all diese Elemente waren immer schon da. Und dieses Mal ist der Unterschied, diesmal versuchen sie es sehr oft, alles in einen Song zu packen. Damit das Ganze nicht so auffällt, sind die Songs aber wiederum relativ seltsam strukturiert. Wenn man es genau nimmt, sind auf dem Album nämlich tatsächlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stücke. Das stimmt aber nicht so ganz. Die Stücke sind dann wiederum in Teile unterteilt und da passiert schon einiges auch noch in diesen 7 Stücken. Die Plattenseiten sind auch nochmal unterteilt in die Seite, die sich mit dem I, also dem Ich, beschäftigt und die andere Seite, die sich mit dem We, dem Wir, beschäftigt. All das klingt nach wahnsinnig viel Überbau, klingt auch vielleicht ein bisschen nach anstrengend, ein bisschen nach zugewollt, jetzt wieder das klassische Arcade Fire Format bedienen wollen. Ich schwankte auch zuerst ein bisschen, wie gesagt, bei der ersten Single Age of The Lightning war das, ja, The Lightning Part 1 and 2 war die erste Single und da habe ich auch so gedacht, ja, das ist ganz schön, aber es ist eigentlich so ein bisschen die Arcade Fire 2.0 kann man nicht sagen, sondern es ist eigentlich so Textbook Arcade Fire, also im Prinzip sehr, sehr, sehr typisch aufgebaut. Das ist auf dem Album Gott sei Dank nicht immer so. Da sind durchaus auch ein paar Elemente, wo man vielleicht auch den Einfluss von Nigel Godrich ein bisschen merkt oder einfach merkt, dass die Band weiterhin auch immer noch so ein bisschen experimentieren will und keineswegs nur stehen bleiben oder nur zurückgehen will. Sie müssen sich eh wandeln. Wandel ist ja immer eine stete Sache. Das einzige stete, was wir haben eigentlich. Und ein Mitglied der Band, nämlich der Bruder des Sängers, Will Butler, hat die Band ja verlassen. Allerdings tatsächlich erst, nachdem dieses Album fertiggestellt wurde. Hauptsächlich tatsächlich aus privaten Gründen, weil er jetzt eine Familie hat und die Touring-Termine, die Verpflichtungen mit Arcade Fire tatsächlich für ihn einfach ein bisschen zu viel gewesen wären. Deswegen hat der Sänger Win Butler, der ja zusammen mit seiner Frau Regine Chassagne quasi den Kern der Band bildet, absolutes Verständnis geäußert, hat gesagt, er ist ja mit seiner Partnerin in der Lage, das Kind tatsächlich mitzunehmen zu Konzerten. Für den Bruder wäre das nicht der Fall und deswegen kann er ganz gut verstehen, dass man da vielleicht auch andere Prioritäten setzt. Ja, andere musikalische Prioritäten haben Arcade Fire mit diesem Album auf jeden Fall gesetzt. Jetzt weiß ich bei Tiger wirklich nicht so richtig, wie stark so deine Verbindung bislang zu Arcade Fire war. Und insofern ist es natürlich dann auch interessant, was dann dieses Album mit dir gemacht hat. Also die Verbindung zu Arcade Fire ist, glaube ich, im Wesentlichen durch dich entstanden. Mhm. Weil ich meine, mich würde es nicht wundern, wenn alle Alben mal in der Sendung drangenommen worden sind. Kann gut sein, so oft haben sie auch nicht veröffentlicht. Es ist so relativ realistisch. Ja. Insofern habe ich mich zumindest während der Sendung mit der Musik beschäftigt. Und kann mich, als du das so erzählt hast, auch irgendwie auch dran erinnern. Ich glaube sogar, dass dieses letzte Werk mir gefallen hat durch diese Disco- und Elektronikbezüge. Mhm. Dieser hedonistische Charakter, der hatte irgendwas. Mhm. Ansonsten ist es eine Band, die den Pathos von Coldplay nicht ganz hat, ne? Genau, also das kann man auch. Man kann es ein bisschen vergleichen, aber es sind halt dann doch deutlich bessere Stücke. Es ist der wesentlich coolere Produzent als Coldplay einsetzen. Also von daher, der Unterschied ist schon gewaltig. Eindeutig, also aber wo du sagst, ist, hey, Emphase, das machen Coldplay dann doch millionenfach effektiver. Und ich fand es sehr spannend, jetzt eben gerade eine Platte von dem Godrich zu haben und jetzt diese beiden Platten zu vergleichen. Das sind ja komplett andere Ansätze. Insofern sehr faszinierend, welche Palette er bedienen kann. Ja. Und mir hat das gar nicht mal so schlecht. Also ich habe auch gedacht am Anfang, als ich diese Songs gesehen habe, Age of Anxiety 1, 2, End of the Empire 1 bis 3, End of the Empire 4, Secretarius A, oh Gott, das klingt ja nach Genesis. Und da wollen welche mit ihrem 6. Album jetzt nochmal so richtig rausschwurbeln und den großen, irgendwie progressiven Move machen. Hm. War dann aber auch, stimmt ja auch, Peter Gabriel, deswegen Genesis, der kommt ja auch noch vor. Der spielt singt sogar mit bei einem Stück, richtig? Es gibt ja die guten Genesis und es gibt die schlechten. Und die guten, das ist ja immer Peter Gabriel. Und der hat ja rechtzeitig erkannt, wann er gehen musste. No, und über Peter Gabriel kann man nicht so viel Böses sagen. Und insofern ist es aber nicht dieses Genesis Opus Magnum geworden, sondern eine tolle, abwechslungsreiche Popplatte mit Songs, die mir gefallen, die eine Leichtigkeit entwickeln, die ich mir auch irgendwie auch als Soundtrack für einen Film gut vorstellen kann.
Road Movie oder wie auch immer. Ich fand es angenehm, nett, auch eben halt nicht, dass dieses überbordend Pathetische da ist, sondern ein bisschen zurückgenommener. Hatte eine gewisse Leichtigkeit. Und so eine gewisse Emotionalität, wie zum Beispiel in diesem Lied, das, glaube ich, für den 9-jährigen Sohn geschrieben wurde, das, was wir gehört haben, Unconditional. So eine gewisse Emotionalität ist ja auch dann ganz gut, zum Beispiel passt ja dazu einem Film-Soundtrack eigentlich ganz gut. Fand ich sehr sympathisch, Wenn es eben nicht übertrieben wird, so wie es manche andere Bands machen. Wir zeigen nochmal das Office, also das Cover. Ja, ich habe es gerade schon hochgehalten, aber ich glaube, wir haben es ja auch nochmal schön, dass wir es richtig einblenden können. Das ist das Album, wie gesagt, We heißt es. Und ich habe jetzt heute dauernd 4,5 Punkte vergeben. Ich gebe mal 4 Punkte. Was sagst du? Dann gehe ich einen halben runter, 3,5. Okay. Weil ich bin ja nicht so ein Popschwein, ne? Nein, das bin ja ich. Gut. Ja, dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich.